Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Lads-Testrunde. Heute mit Slender Hospiz, einer weiteren Slender-Map. Und ich habe gerade nicht gelesen, was wir machen sollen. Press Space to set the glow stick, du Spacko. Entschuldigung, also, ich bin jetzt echt schlecht gelaunt. Ich habe gerade einen LT von Slender Elementary hinter mir und ich habe keine Lust, das jetzt wieder zu machen. Ja, deswegen zock diesmal ich, der Fennec, und neben mir sitzt wieder Silentium 15, wie immer das alte Team. Und wir sollen jetzt offenbar sogenannte Glow Sticks setzen. Als das ist sozusagen als Art Markierung oder irgendwas. Ich habe doch keine Ahnung, was fragst du mich? Ich möchte das auch gar nicht wissen. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und du musst wieder 8 Seiten finden, ein Gedicht. Stimmt. Das ist Gedicht. Kein Gedicht. Ah. Das war bescheuert. Wir haben nur 8 davon. Hä? Man kann da zoomen. Warum willst du zoomen? Gibt es irgendeinen Anlass? Was machst du da? Ich dachte, man kann es wieder aufheben, aber das leuchtet. Guck mal, das leuchtet doch gar nicht. Doch. Was für ein Schwachsinn. Das sind halt Markierungen. Das sind Markierungen. Aber ja, damit man weiß, ob man da schon mal gewesen ist. So. Aber eins muss man sagen. Ja, wenigstens die Soundkulisse ist diesmal nicht so richtig, schlimm. Richtig, die Soundkulisse ist nicht so schlimm. So, aber wenn wir die erste Seite gefunden haben, wird's wahrscheinlich dann gleich... Alter. Ich find's nicht so schlimm wie die Grundschule. Finde ich auch nicht, aber... Es ist trotzdem wieder... Richtig. Wir müssen jetzt erstmal hier eine Seite suchen. Wenn wir die gefunden haben, dann geht's mal richtig los. Alter. Das hätte jetzt aber echt nicht sein müssen. Das ist jetzt ein bisschen doof, das ist so selbstverliebt. Always hunting und so beginnt. 2 von 16. Alter. Ja gut, 1 von 8. Klar. Lines? Ist, also. Ja. Gedicht. Ja. Ja, okay, man kann wieder seine Taschenlampe ausschalten, das heißt, er findet uns nicht so schnell. Du solltest mal ein bisschen mehr in Bewegung bleiben. Mach ich doch. Alter. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Und kam ein bisschen zu früh. Ja, finde ich auch. Alter, trotzdem. Es treibt das Herz immer wieder ein wenig an. Bis zum Stillstand. Rechts. Ja, hoffentlich nicht noch bald sein wir. Nochmal rechts. Nein, da waren wir da waren wir noch nicht. Ah, guckst du mal. Ja, guck ich mal. Guck mal, was es ist. Nie stehen bleiben. Eats you alive, Alter. Wer schreibt solche Gedichte? Klingt doch toll. Klar. Always watching, eats you alive. Rosen sind rot, Veilchen sind blau, er isst dich lebend, das weiß ich genau. Schönes Gedicht. Ey, das war gut. Ja, ich weiß. Ich bin ein Poet. Meinen Respekt. Nicht stehen bleiben. Was ist an diesem Satz so schwer? Man muss sich ja mal umsehen. Ja, das kannst du auch mit dem Laufen. Da, links. Sag mal, dieser Fahrstuhl kommt dir bekannt vor. Ist es nicht Sanatorium? Hä? Can't run, can't hide. Diese Tür. Da rechts ist auch noch... Nee, ist ein Fenster. Der Fahrstuhl, tatsächlich. Ja. Ja, das basiert halt alles auf dem gleichen Prinzip. Diese Kirchenglocken machen mich einem anderes Mal fertig. Das ist nicht lustig. Ein Boiler. Also vor dem Beispiel setze ich mich nicht erschreckt. Ich glaube, vor dem Sommer muss ich auch nicht erschrecken. Ah, das ist der Anfang. Dann gehen wir jetzt mal in die andere Richtung. Kannst du mal ab und zu das Glowstick setzen, um uns ein bisschen zu orientieren? Nicht stehen bleiben! Da waren wir auch schon, glaube ich. Nein, wir waren links generell noch nicht das. Alter. Alter, diese Musik. Ich werd irre. Oh Gott. Alter. Schweigen uns gerade. Das will ich jetzt aber wissen, was ist das? Pew. Was hier? Ja, das sind
You mad, bro? Ja, ich weiß. Das ist alte. Also das fand, das zerstört jetzt die Stimmung. Coming for you. Oh! Scheiße, wir kommen hier raus. Scheiße! Alter, das war eine Falle, dieser Wichser. Ja, genau der Wichser. Genau der. Ja, Slender, der kann... War gut, renn an ihm vorbei! Der ist weg, der ist schon. Warum? Renn. Deswegen bleibst du nie stehen. Alter. Der portet sich nämlich zu dir. Schneller. Da rein. Ja. Rechts. Ja, natürlich rechts. Links! Seite, ihr mitnehmen. Slow, painful death. Alter! Oh, da reimt sich noch nicht mal irgendwas. Links. Rechts! Alter! Oh Gott. Das Ende war hart. Alter, was ist das? Ist es ein Gedicht? Das ist Gedicht, kann es sein? Nein, das ist nicht das Gedicht, aber es ist trotzdem. Ja, es ist ein Gedicht darüber. Der Poet. Trage vor. Der Großmann. Oh, should I travel through the woods, or should I wishing I would? For above my lurks within the trees, no one could hear my deathly screams. The plainest man, the blackest suit, bigger than the tallest brute. Six black arms will grab you up, or stalk you till you just give up. Wow. A top hat bears upon his head, makes your soul fit up with dread. Bei Roasted Amy Rennie. Eine Person, die jetzt auch auf meine schwarze Liste kommt. Ich komme mir gerade vor wie bei Arte. Rosemary Mary, eine Person mit sehr kranken Hobbys, der dieses Spiel höchstwahrscheinlich mitentwickelt hat. Der Amy Rennie ist, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, es gibt ja ein Slender-Buch, schon vor, also es ist ja schon relativ alt. Und ein Slender-Buch? Über den Slenderman. Ja, wirklich. Es gibt ein Buch über den Slenderman. Im Ernst, es gibt bei Amazon zu kaufen. Die schwarze Liste wird sehr, sehr lang. Und diese Legende vom Slenderman, die gibt es ja schon relativ lang. Also, schon die Steinzeitmenschen haben sich erzählt von einem Mann ohne Gesicht im Anzug. Das Gedicht finde ich jetzt als Gimmick am Ende relativ schön. Ja, ist gut gemacht. Vergleichend, wo willst du jetzt den Teil Hospiz einordnen? Das ist eine gute Frage. Was war denn der schlechteste Slender-Teil? Der schlechteste Slender-Teil war für mich Sanatorium, oder? Ja. Ja, würde ich auch sagen. Sanatorium war zwar gruselig zwischendrin, aber es zu weitläufig. Ja, der Slenderman war zu leblos animiert. Danach kommt dann, finde ich jetzt, das hier. Mhm, hat auch seinen Effekt gehabt, aber es gab einige Stellen, die haben die Atmosphäre einfach zerstört. Zum Beispiel die Bilder der Entwickler an der Wand und dieses Graffiti, Are You Mad Bro, das war ein bisschen doof, fand ich. Ja, schon. Auch wenn es als Falle eigentlich ganz gut gedacht war, wenn die Graffitis dann nicht da gewesen. Naja, egal. Danach kommt für mich zumindest der Wald. Das sehe ich anders, aber gut, red weiter. Und unangefochten, Platz 1, der warum ich diese Menschen nicht mag. Elementary. Ihr wisst warum. Also meiner Meinung nach ist Elementary klar Platz 2. Ich finde den ersten Teil im Wald, also den Originalteil, eigentlich besser, weil da der Slenderman... Besser ist hier falsch. Also ja, gruseliger. Ja. Definitiv. Weil ich finde einfach dadurch, dass... Es war zwar eine relativ freie Fläche, aber es waren halt viele, sag ich jetzt mal, im Wald halt die ganzen Bäume. Und man hatte zwischendrin halt immer so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit, wenn man in einem freien Feld war. Aber letztendlich, wer unser Slender-Video gesehen hat zum ersten Teil, weiß, wir sind mitten im freien Feld einfach gekillt worden. Wir sind nicht im freien Feld gekillt worden. Doch, wir waren auf einer Lichtung und da war dieses Steingebäude. Das war so eine Mini-Lichtung. Ja, es war schon eine recht große Lichtung, egal. Auf jeden Fall war da auch das Ende, finde ich, deutlich heftiger, weil man hat den Slenderman viel, viel näher gesehen. Dieses Aufleuchten quasi, dieses Rauschen, das war viel, viel stärker und viel, viel greller auch. Also und auch die Soundkulisse. Ich finde auch, die Soundkulisse war im ersten Teil zwar nicht so schlimm wie bei Elementary. Ach komm, die Soundkulisse vom Elementary war viel, viel gruseliger. Schon allein das Intro. Ja, das Intro, das ist richtig. Bin ich ja schon gekillt. Beim ersten Teil, wenn der Slenderman erscheint, kommt dieses Dum-Dum oder so. Nee, es war viel schlimmer sogar. So, Dum, so irgendwas in die Richtung.
Und ja, gut, wenn du jetzt fertig bist mit Mikrorotzen, finden wir jetzt abschließende Worte. Genau. Egal, was, ob ihr jetzt zustimmen könnt, seiner oder meiner Rangliste. Wir finden alles Länderteile schrecklich. Ja. Ich bereue es, jeden einzelnen davon gespielt oder mit angesehen zu haben. Nicht, weil sie nicht gruselig werden, sondern eben, weil sie so gruselig sind. Was ist denn eure Lieblingsrangliste? Ihr könnt uns ja mitteilen, auch in den Kommentaren. Könnt ihr ja so ein bisschen... Genau, postet es mal in die Kommentare. Postet es in die Kommentare, genau. Jeder will wissen, ja, warum richtig ich diese Spiele hasse. Und dann könnt ihr ja Vorschläge bringen, auf welche... Ja, ich nehme noch Vorschläge an, welche Entwickler von welchem Spiel ich jetzt auf meiner schwarzen Liste wo platzieren soll. Genau, das ist jetzt der Sinn dahinter. Und ja, dann also, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich erst in sehr, sehr langer Zeit. Zumindest mit den Horror-Let's Plays. Ja, in Horror-Let's Plays. Die anderen könnt ihr euch ansehen, da habe ich super Spaß. Aber das ist doch... Naja, egal. Wir wünschen euch eine schöne Zeit mit Slender-Spielen, falls ihr sie haben wollt. Link ist wie immer in der Description zum Downloaden dieses Titels. Und ja, dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Fennec. Und Silenzium 15. Ciao. Ciao.